Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Wir müssen in den Laden gehen, denn wir brauchen zwei Items, um unseren guten Freund Mustafa oder wie der hieß, zu finden. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Aber erstmal muss ich, glaube ich, ein paar Items ablegen. Deswegen, hallöchen Maus, warum bist du eigentlich vor uns weggerannt? Willkommen, Reisender. Dies ist Minnie Mausers berühmter Laden im staubtrockenen Vorposten. Für was würden Sie sich interessieren? Ich möchte erstmal bitte lagern. 29 Items, okay. Die Limette vom Backerstick können wir erstmal lagern. Oh, so viel habe ich ja gar nicht. Okay. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich zwei Pilze mal mitnehme. Pasta, ne? Vielleicht auch nochmal ein Sirup. So. Und dann hieß es einmal den Trockenpilz. Dann einmal Staubhammer. Sehr schön, danke. Wie? Was? Ein Staubhammer nach einem Trockenpilz zu kaufen? Ist ein geheimes Zeichen, das nur die Freunde von Mustafa kennen. Das heißt ja, ihr kennt Mustafa. Hallo, mein Freund. Freut mich, dich kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich dir beantworten kann? Ihr möchtet Mustafa treffen? Normalerweise befindet er sich am höchsten Punkt des staubtrockenen Vorpostens. Suche einfach den Weg nach oben, mein Freund. Ja, aber... willst du mich nicht dorthin bringen? Ich gehe nochmal zurück, vielleicht hat der ja noch was zu sagen. Hallöchen. Erstmal machen wir ein Quiz. Und hier ist wieder ihr allseits beliebter Quizmeister, Wim Quizmo. Willst du es versuchen? Ja, von mir aus. Dann kommen wir zur Frage. Frage. Von welcher Farbe sind die Blöcke, die du mit deinem ersten Hammer zerstört hast? Gelb. Weil Grau kann man noch nicht zerstören. Korrekt. Gratulation. Hier ist ein Sternsplitter. Du hast bis jetzt zwei Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Denn ich hoffe, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Wie random der auf einmal da war. Na, ich bin eigentlich vollgehalten. Ich glaube, als nächstes gehe ich auf die BP-Punkte wieder beim Level-Up. Chic, wo bist du? Koopa, was machst du da? Achso. Kann ich vielleicht hier hinter? Nein, aber ich kann hier definitiv hoch. Hallöchen. Random Brief. Brief an die reißende Nomadimaus am Straßenrand. Okay, ich muss also eine Maus finden. Guck mal, wo kommst du denn auf einmal her? Ob ich so weit springen kann? Ja, kann ich. Chic, du bist Mustafa. Hey, netter Kerl, so trifft man sich wieder. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Okay. Ich bin Mustafa, ich bin derjenige, den du die ganze Zeit über gesucht hast. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich den Namen Chic. Ich bin nicht Zelda. Es ist immer schön, einen wirklich netten Kerl kennenzulernen. Ich treffe viele Leute, aber du bist am Abstand der netteste Kerl von allen. Dein Name ist also Mario. Ich hörte, dass du zu den staubtrockenen Ruinen willst. Ich habe das Gefühl, dass du auf einer sehr wichtigen Mission bist, daher werde ich das Geheimnis für dich lüften. Die Ruinen sind von großer Bedeutung. Meine Vorfahren bewachten sie seit vielen Generationen. Wenn ich das ganze Gesocks nicht von ihm fernhalte, wer soll es dann tun? Du musst mir versprechen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten. Ich überreiche dir dies. Was hast du erhalten? Ein Pulsjuwel pulsiert schneller, wenn man sich den Ruinen nähert. Dieses Pulsjuwel ist der Schlüssel zu den staubtrockenen Ruinen. Bring ihn in die Wüste.
Kommst du in der Nähe der Ruinen, beginnt das Juwel über deinem Kopf zu leuchten. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Juwel. Folge ihm, wohin es dich führt. Finde den Ort, an dem das Juwel am schnellsten blinkt und benutze es, um den Weg zu eröffnen. Okay. Ich muss eh zum Straßenrand, also von daher. Mal gucken, ob ich die Nomadimaus finde. Sicherheitshalber speichere ich trotzdem mal ab, falls was passieren sollte. Dass die Switch sich auf einmal ausschaltet. Man weiß ja nie. Stromausfall zum Beispiel. Also bisher sehe ich noch keine Maus. Bisher blinkt es auch nicht. Ich sehe aber einen Gegner. Ich sehe jede Menge Gegner. Einmal Erdbeben bitte. Und dann einmal Powerpanzer. Und weg seid ihr. Und 5 Erfahrungspunkte, 4 Erfahrungspunkte ist doch gut. 5 wäre natürlich besser, aber na gut. Oh, ich kriege mehr Money. Ach du heiliger Pepper. Ist das Money, 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 Money. Mein Geld ist wieder drin, Leute. Mein Geld ist wieder drin. Nein, nicht. Ich glaube, ich habe mein Geld schon ein bisschen drin. Wo ist denn jetzt die Maus am Straßenrand? Jetzt fängt es an zu blinken. Ach, hier ist die Maus. Okay. Salam, Edelreisende. Auch ich befinde mich auf Reisen. So wie ihr offensichtlich auch. Gehst du von hier aus in Richtung Südosten, gelangst du zu einer wunderschönen Oase. Dort gedeihen Zitronen- und Limettenbäume. Ach, hier hätten wir auch den Tipp mit der Zitrone gekriegt. Es ist dort angenehm kühl. Man kann sich dort wunderbar ausruhen. Doch leider machen viele Plagegeister die Umgebung unsicher. Willst du die Oase in ein Stück erreichen, solltest du sehr vorsichtig sein. Sind Sie nicht Nomadimaus? Mein Name ist Paracarry, ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe einen Brief für Sie. Einen Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ein Brief von Maustafa? Ich kenne den Namen, aber ich kann mich nicht erinnern, zu welchem Gesicht er gehört. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Zustellung. Erstaunlich, dass ihr mich hier draußen gefunden habt. Das Reisen in der Wüste ist sehr gefährlich. Passt gut auf euch auf. Ach ja, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Zögere nicht, nimm es ruhig. Oh, ein Sternsplitter. Und jetzt sehe ich es auch. Wie war es nochmal mit den Rätsel der Wüste? Irgendwas mit Steinplatte, blauer Kaktus. Ich schau mal kurz. Ja, mal alles, wenn wir höchstwahrscheinlich noch nicht machen können. Höchstwahrscheinlich Backtracking hinterher. Aber ich möchte mal kurz schauen, wo sind meine Notizen so. Okay, blauer Kaktus, vermeide Wind. Ich muss also jetzt blauen Kaktus finden, okay. Yeah. Nee, also hier ist schon mal kein blauer Kaktus. Hier ist blauer Kaktus. Vermeide Wind. Hallöchen Wind. Ich tue halt eben das Gegenteil. Wirbelwind, okay. Habe ich dafür vielleicht sogar noch Platz? Power Carry bitte nicht. Nein, habe ich nicht. Wie viel brauche ich denn für den Wirbelwind? Okay, nochmal 3 M. Nein.
So, jetzt muss ich nur noch den Steinpilz finden. Der könnte auch überall sein, Leute. Jetzt hier wieder auf den normalen Weg. Da wollen wir schon mal den Juwel mal etwas. Hallöchen. Oh, hier ist der Steinkaktus. Okay, bevor mich dieser Wirbelwind mich erwischt. 3 nach Süden, 2 Westen. Ich einfach mal mit. 2. Ja, ich habe euch ausgetrickst. 3. Jetzt 2 nach Westen, ne? Hier. Geh weg. 1. Oh, das ging nach hinten los. Ja, mach mal nochmal. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Mach mal 2-mal Erdbeben dann einfach. Ich denk mal nicht, dass das hier Schaden macht. Na. Was macht der? Oh, der Verstärkung, der Arsch. Finde ich jetzt nicht nett. Dann mache ich halt eben nochmal Erdbeben. Und weg mit euch. Und weh, du rufst Verstärkung. Komm, mach mal den normalen Hammer, das muss bestimmt auch ausreichen. Ja, gut. Nein, ich wollte eigentlich nur die Münzen haben, aber okay. Weißt du was, ich verzichte auf die Münzen und gebe Münzen aus, damit ich fliegen kann. Und tschüss. Warte, ich fahre jetzt einen nach Westen, ne? Dann muss ich jetzt nochmal. Einen nach Westen. So. Hier ist was. Ui. Sound FXC Orden. Okay, dann hätten wir das schon mal gefunden. Dann Steiner Kaktus 2 nach Süden und 1 nach Osten. Also einfach 1 nach oben, 3 nach Osten. Jetzt, weil wir ja 2-mal westlich waren. So, auch mit Blauen. Ah, das hört höchstwahrscheinlich auch zum Blauen Kaktus einfach. Das gehört höchstwahrscheinlich zusammen. Okay, dann never mind. Dann muss ich erstmal wieder den Weg finden mit dem Juwel. Okay. Wo blinkst du? Blinkst du hier oben? Ja, du blinkst. Warte, ich möchte nur kurz für den Fall der Fälle. Nein, das will ich nicht. Nein. Guck mal, wieder rausholen.
Hier ist nichts und hier ist auch nichts. Es blinkt weiter. Wieder Wind. Okay, dann kann ich ja schon mal eins einsetzen. Immerhin war das ja kostenlos. Es wird immer lauter, das ist schon mal gut. Es blinkt immer schneller. Uiuiuiui, das wird ja immer. Ach du liebes bisschen. Zum Glück haben wir Koopa draußen. Und weg mit euch. Und schon haben wir wieder 8 PP-Punkte. Gefühlt habe ich das Item gar nicht eingesetzt. Nein, nein. Wie viele Gegner sind hier eigentlich? Ach, weißt du was, wir machen jetzt einfach alles so normal K.O. In der Hoffnung, dass die nicht allzu viel Gegner nachspawnen. Oh, der macht 3 Schaden, das ist schon mal geil. Oh, schon einen neuen Gegner. Mist, zu früh gedrückt. Ach, das dauert mir dann doch ein bisschen zu lange. Ich habe ja gegen vorher eine Heilung, wenn wir in den neuen Dungeon gehen. Es blinkt immer schneller. Jetzt eskaliert er. Überhaupt nicht auffällig. Aber bevor ich da hochgehe. Nicht da hochspringen? Ich möchte erst da hochspringen. Okay, da ist nichts. Dann setzen wir doch mal das Pulsjuwel ein. So, sie haben also das Tempel wieder hervorgebracht. Das Tempel vor allem. Ach, wer sind denn da Wüste? So und so. Oh, Heilung. Heilung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dort drin gibt es Kettenhunde. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Hallöchen, Popöchen. Kumbario, du bist mal wieder dran. Ich hoffe, wir kriegen diesmal bessere Erfahrungspunkte. Ja, Bro, ich bin der große, schreckliche Tutankoopa. Entschuldigung. Das war keine Absicht. Da hatte ich wohl ein bisschen Luft in der Röhre. Der unbarmherzige König der Wüste hat... Musste rülpsen. Wer wagt es, seinen Fuß in meinem Wüstenpalast zu setzen? Sprich und zeige dich. Verlass diesen Ort. Sofort, sonst wird Unheil dich befallen. Okay. Jetzt mal speichern. Ja. Ja. Gumbario. Was sagst du denn zu denen hier? Pokémon hier.
Das ist eine Pokémumie. Dabei handelt es sich um ausgetrocknete Pokis, die jetzt in den Ruinen leben. Maximale KP 4, Angriff, Kraft 2, Verteidigung 0. Vorsicht, sie haben Stacheln auf ihren Köpfen. Glaube mir, es tut sehr weh, wenn du auf sie springst. Durch die Mumifizierung sind sie auch giftig geworden. Wenn du vergiftet wirst, fallen deine KP für einige Runden. Der nützt lesen. Ich würde vorschlagen, sie zu besiegen, bevor sie uns vergiften. I try my best. Jetzt wäre eine Angriffsverstärkungszauber gut. Oh, ich wurde vergiftet. Für 3 Runden? Okay. Ja, wie soll ich das denn blocken? Zum Glück sind wir noch nah am Anfang. Ich glaube, ich gehe mich direkt gleich heilen. Ich habe jetzt auch nicht gerade viele Erfahrungspunkte. Schön, dass wir einen sauren Tonic erhalten. Ah, nicht schon wieder. Yeah. So, erster Angriff erfolgreich. Okay, dann würde ich mal sagen. Ich kann hier mal Koopa wieder ran. Dass vielleicht neue Gegner kommen. Die eigentlich auch Verstärkung rufen, das wäre nämlich ziemlich blöd. Ich weiß nicht, wie ich das blocken soll. Ich gehe mich mal kurz rein, solange wir hier noch am Anfang sind. Das ist mir gestattet, oder? Ich schaue gerade nebenbei auf meinem Fernseher, ob der Delay krass ist. Eigentlich nicht. Bin ich einfach nur blöd zum Blocken. Oh nö. Das war dann ein Fehler. Ja, andererseits. Aber jetzt guck mal vorne. Also sind sie schnell erledigt. Und wir kriegen so Erfahrungspunkte. Kann man ja nicht außer Acht lassen, ne? Dann kommt nochmal her. Ich habe so ein Déjà-vu, ne? Na, kommt her, ihr lieben Leute. Erfahrungsboost. Würde ich jetzt mal sagen. Bei Vermützen hätte es jetzt nicht Sinn gemacht, weil die kommen ja erst danach. Kein Schaden bei Sprung auf Stacheln, nicht ein Gegner, okay. Das hört sich doch gut an. Voilà, das wollte ich nicht. Warten, wie viel brauche ich denn dafür? Und das benutze ich eigentlich nicht. Power 2, also Ausweicher ist eigentlich sehr gut. Anti-V-Hieb benutze ich aktuell nicht. Dann nehmen wir doch mal den Stachelschild. Sonst noch was? Tu mir nichts, komm.
Und dann probieren wir das nochmal aus. Ob ich damit ihn wegspringen kann. Machen wir nochmal den Powersprung. Tatsache. Warte, dann machen wir doch mal hier den Multi. Dass sie paralysiert sind. Wow. Und dann machen wir doch mal einmal. Ich würde mal sagen, Erfrischung. Ich gönn's mir. Ja, der macht 3 Schaden, also können wir eigentlich alle so normal besiegen. Schön. I love it. So, ich kann oben weiter oder auch nicht, weil mir Anschlüsse fehlt. Dann gehen wir doch mal in der nächsten Folge hier unten durch. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tschüdelü.